Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise, hier vor Cislodia. Oder wir sind eigentlich bereits in Cislodia, aber vor der ersten Siedlung. Und da bin ich mal gespannt, was hier passieren wird, vor allem was die Schlangenaugen betrifft. Und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen, hier im ersten Dorf. Die Hauptstadt ist es ja noch nicht, die kommt erst später. Hier haben wir, ich glaube, es hieß Materia oder so. Silence embedded. Anyone who fails to cooperate will be arrested and tried as a traitor to the realm. Damn it. Some rat must have sold us out again. You there! You want me to haul you up on suspicion of civil disobedience? But I didn't. What? Leave him alone! An embedded dares to defy the orders of his lordship? Know your place, slave! We can't use the blazing sword this close to the villagers. They could get hurt. But there are too many agents. Zephyr? Law? Is that you? What's going on? Aren't we supposed to be fighting them? You're alive. What are you doing here? The realm of Cislodia doesn't tolerate civil dissidents like you. Law. I hereby detain you in the name of his lordship! Okay. Trafalgar Law, Beamter Law. Okay, wir können das Flammenschwert... Oh, er macht es tatsächlich nicht. Okay, das finde ich cool. Er hat eben noch gesagt, er kann das Flammenschwert nicht so nah bei den Dorfbewohnern einsetzen. Er tut es auch nicht. Das gefällt mir. Okay, das finde ich ganz lustig, während die, Rena-Soldaten von Kalaki ja eher so Nahkämpfer waren, sind das jetzt hier Fernkämpfer. Und damit eigentlich ja eher Shions Metier. Ja, die halten schon ein bisschen was aus. Okay, ich glaube, wir müssen aufpassen. Er wirft da irgendwas, okay. Wer ist dieser Law? Ist es vielleicht ein ehemaliges Mitglied von den Karmesin-Krähen? Oder ist es sogar irgendwie sein Sohn oder so? Das könnte ja theoretisch sogar sein. Und jetzt, boom! Autsch. So, jetzt haben wir noch den hier, um den sich irgendwie bisher gar keiner gekümmert hat. Das ging leider in die falsche Richtung. Oh, wir müssen aufpassen. Er hat seinen Flammenwerfer eingesetzt. Oh, das sieht gut aus. Haben wir Lord zurückgeschlagen? Oh ja. Yes, Room. What's going on, Zephyr? Why won't you fight him? Is that soldier someone you know? Don't hurt him. Huh? What are you? Please. It won't work, you know. You never change, do you? You've always got that damn knowing look on your face! Zephyr! I got it handled. But he just... He's my son. Oh, so now you remember me. The nerve of you! I'm gonna wipe that damn look off your face once and for all! Run in hell! Rinwell. Rinwell? You...
Law. Enemy reinforcements. Use the sword. I can't. The villagers will get caught in the blast. We need to fall back. Oh, for crying out loud. Zephyr! Go. Leave without me. You can't. I'm not leaving without him. Alphen, there's no time. But what about the resistance? Everyone's counting on you. Forgive me. Nein, sag mir jetzt nicht, dass er hier stirbt. Ich meine, seine Geschichte ist ja noch gar nicht auserzählt, vor allem jetzt, wo wir seinen Sohn kennengelernt haben. But nobody's shown up. No sign of Zephyr or an enemy pursuit. So, what's the plan now? You really need to ask? We go rescue Zephyr. If he's under arrest, they'll have taken him to Cislodon, the capital city. Assuming he's still alive, that is. I can't believe Zephyr never told us he had a son. I wonder if the rest of the Crimson Crows knew about it. And to find him in that village of all places. Some coincidence, huh? Ich wollte gerade sagen. Those fireworks you pulled out of your hat back there. They were astral arts, weren't they? Shion, what the hell are you Except doing? Except I've never heard of a Danon who can cast astral arts. Are you a Renan? Like hell I am! No, of course not. Renan's eyes light up when they use astral arts. And when you used an art, your eyes definitely didn't. So I guess that means you can't be a so-called Bright Eyes after all. Sorry. You're right. Those were astral arts I used. Same as the ones wielded by the Renans. A long time ago, my family, my people, were once known as mages. A Danon mage? Up until now, I'd only ever heard of them in stories and rumors. Though now I've seen one with my own eyes, I suppose I'll have to believe it. We've been in hiding for a long, long time, even before the Renans first attacked. That's why no one knew about us. Even before the Renans? Yeah. My ancestors were persecuted and targeted for their gifts. But it was by their fellow Danons. They lived hidden away all these centuries, keeping their existence secret even from the Resistance. My mom and dad drilled it into me that I was never, under any circumstances, supposed to let anyone find out about us. If that's the case, then why did you use your powers back there? Ja, um Zephyr zu retten, du Idiot. I don't know. One second I saw Zephyr about to be killed, and the next I was... Danon Astral Arts. If the Renans knew such a threat existed, there'd be hell to pay. Hey! What? You think I'm gonna go to the Lords with this information? I'm a traitor and an outcast at this point. Or did you forget? What amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time. Didn't you ever want to use it to help your people? Don't talk like you know the first thing about me, Renan! That's enough. Zephyr wouldn't want this. Listen, all I care about is taking out the Lords, okay? Which is no doubt what her people want too. Using her powers to help do it only makes sense. Makes sense for who? Us? Besides, Zephyr comes first. We can't just abandon him. It's fine. Huh? You're going to save Zephyr, right? If so, you're going to need my powers to do it. I don't want anyone else to die.
Are you sure? Then let's get back to the village. We need to find out what happened. Cool, cool. Und damit ist sie wohl Teil unserer Gruppe. Hm? What's wrong? Nothing, just... I'm surprised how dark out it is. Why wouldn't it be? It's still night after all. No, that's what's weird. A lot of time's passed since we arrived in Cislodia. You'd figure the sun would have come up by now. Oh, right. It's not like this back in Calaglia, is it? To be honest, I completely forgot. Basically, it's always night in this realm. Okay. Huh? It's been that way forever. It never gets any brighter outside, even in the morning. So it's always dark all day long? But how? How is that even possible? Did the Renans cause this? Of course they did. It's complicated to explain, though. It'd be easier to just get to Cislodan so you can see what's going on for yourself. I'll take your word for it. But right now, finding Zephyr comes first. Okay, okay, du bist jetzt mit Rinwell befreundet. Zephyr hat deine Gruppe verlassen. Rezept für Gemüsesaft, okay. Nice, immer grün am Start oder was? Ein Getränk aus entsafteten Obst und Gemüse. Die Textur der Früchte bleibt beim Zubereiten erhalten. Für einen Durstlöscher mit natürlicher Süße. Rinwells Talent. Halte die Arte-Taste gedrückt, während du ein Astral Arte wirkst, um die Aktivierung zu verzögern, bis du loslässt. Drücke in diesem Zustand auch RB, um es für später aufzubewahren und aufzuladen. Aufgeladene Arte ist, wenn beim nächsten Angriff oder Arte aktiviert und können Teil von Kombos sein. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. Wirkst du das gleiche Arte, das derzeit aufgeladen ist, können sie sich zu einem höherrangigen Zauber verbinden. Dabei entstehen möglicherweise Artes, die Rinwell noch nicht gelernt hat oder nur durch bestimmte Kombinationen wirken kann. Also experimentiere herum und probiere aus, zu welchem Ergebnis unterschiedliche Kombinationen führen. Das finde ich wirklich cool, dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Also die Charaktere auch komplett anders kämpfen. Hudel gibt dir Bescheid, wenn sich eine Eule auf deiner Karte befindet. Ein Tipp, je näher die Eule ist, desto mehr reagiert Hudel. I wonder how Zephyr's doing. If that law guy is his son, they shouldn't be rough with him. I want to believe that. But those two didn't look like they're exactly on good terms. Actually, now I'm curious. Can Danans enlist in the Snake Eyes too? Definitely. They're useful for surveillance here. Doesn't win you many friends on either side, though. So why is Zephyr's kid working for the Renans, then? Wird seine Gründe haben. Erstmal Magieausübung. All of creation across the heavens stems from the six essences. We lack only darkness while they are without light. Thus, to achieve perfection... What are you muttering over there? I was practicing a magic incantation. Und wir haben sie gestört, jetzt geht die Welt unter. An incantation? Is it anything like the spells that people use today? Not quite. It takes time for me to finish my chants, so I'm practicing saying them quickly and accurately. You know, just in case. I've always tried my best never to use magic if I can avoid it up until now. You said you and your family used to live in hiding, right? Because you were a mage. Where did all the other mages go? Sorry, I didn't realize it was such a sensitive topic. It's okay. Unzerbrechliche Bande. Da kann er nicht von Schieren und Eisenmaske geredet werden. Hey, so, about my magic. You want to keep it a secret, right? Yeah, sorry. A little late for that after what happened in the village, don't you think? Easy, Shion. It's just... Hmm? I didn't want Zephyr to die. That's why I used it. Hudel, oh, sie bricht mir das Herz. And we might have lost him without your help. So thank you, Rinwell. Sure. Oh. Dazu gehören. Hudel! Is that owl okay? It's been stiff as a board for a while now. You're right.
I wonder what's up with it. Come here. It's okay. I won't hurt you. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Rinwell, but I lost Hoodle. I didn't mean to scare him, but he took off. Hoodle? He's right next to you. He is? All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. Sorry. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hoodle! Ja, er ist auch an dich gewöhnt, so. Von daher. Da ist Damn, er. He was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. At least he's not sick or something. Indeed. That's quite a relief. Oh Gott, ist das süß. Ist so knuffig. Ja, wie gesagt, C4, also es hätte mich gewundert, wenn er jetzt tot gewesen wäre, denn es wurde ja jetzt durch seinen Sohn eine sehr, ja, tragische Familienhintergrundgeschichte angedeutet, die ja noch irgendwie mit Leben gefüllt werden muss. Und es wird wahrscheinlich auch noch was mit seiner Frau zu tun haben, die ja gestorben ist. Vielleicht kriegen wir da ja irgendwann auch nochmal Infos. Und dass Rinwell jetzt erst Teil der Gruppe wurde, ist ja auch klar, denn es musste ja erst der Moment kommen, wo sie sich offenbart, also was für Fähigkeiten sie hat. Und vorher wäre das eben nicht möglich gewesen. Ich weiß gar nicht, kommt Law auch in unsere Gruppe? Das sieht nämlich ein bisschen danach aus. Ich weiß gar nicht, ob er... Ist er Teil der Charaktere? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So, jetzt haben wir hier Rinwell noch mit an Bord. Und wie gesagt, sie ist eine Magierin und daher wohl eher nicht so kampftauglich. Also zumindest nicht für den Nahkampf. Deswegen hat sie auch am wenigsten Lebenspunkte, wie man hier sehen kann. Ich würde mir trotzdem gerne mal anschauen, was sie so drauf hat. Ich sehe hier einmal Photonenblitz im Bodenangriff, leichter Stoß, feuert explodierende Photonenkugeln ab. Das scheint eine Lichtfähigkeit zu sein. Sieht irgendwie danach aus. Dann hat sie Luftstoß, Windstoß, Kreuzklinge, ein Anfänger windartet, das starke Windböen abfeuert, die Gegner aufschlitzen, zerstückeln und Fontäne. Ein Anfänger Wasserarte, das Wasser aus dem Boden sprudeln lässt, okay. Und wenn wir uns das mal hier angucken, okay, das sind auch genau die, die sie hier sowieso drin hat, logischerweise. Dann würde ich jetzt hier nichts ändern. Wir können ja mal eben nochmal bei Ausrüstung gucken. Erbgewand. Ein Gewand, das in einem Magierclan von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Dank seiner langen Geschichte strotzt der Stoff vor Macht. Okay. Die Geheimnisse der Sterne. Wir könnten ihr noch ein bisschen Angriffskraft dazugeben. Die Fertigkeitenmatrix bei ihr könnte ganz interessant sein, wobei wir da gerade nur eine haben. Gesammelte Objekte 15%. Durch Boost-Angriffe aufgehaltene Artewirkungen 6. Okay. So, was haben wir hier? Danäische Magierin. Obwohl sie Danäherin ist, stammt Rinwell aus einem Clan von Astral Artis Praktikern. Ein Geheimnis, das sie für sich behielt, bis die Zeit reif war. Wir können hier verschiedene Sachen auch erlernen. Verstärkte Magieaufladung. Erhöht die Menge des zugefügten Schadens durch aufgeladene Arts. Kann auch bei aufgeladenen Arts von Gegnern angewendet werden. Okay. Donnerklinge. Ein Anfänger Lichtarte, das einem Blitz den Boden entlang schießt und diesen aufreißt. Erhöht die Menge des zugefügten Schadens an Schwachpunkten von Gegnern. Ich glaube, ich finde die Donnerklinge ganz gut. Können wir erstmal lernen. Jetzt müssen wir hier nur mal eben gucken. Nehmen wir das hier irgendwie mit rein. Ja, ich würde es, glaube ich, statt der Photonenklinge hier nehmen. Oder Photonenblitz. Wenn wir jetzt hier nochmal eben beim Feldhandbuch gucken. Ich muss da mal eben schauen. Magier, das ist neu. Die Bezeichnung für eine Minderheit der Näher, die Astral Arts ausführen können.
Vor der Renéischen Invasion wurden sie brutal verfolgt und müssten sich verstecken. Heutzutage weiß kaum jemand von ihrer Existenz. Amt für Zivilbeobachtung. Eine gefürchtete Geheimpolizei, die direkt Lord Gunnerbelt unterstellt ist. Im Volksmund werden ihre Agenten auch als Schlangenaugen bezeichnet, darunter viele danäische Informanten, die ihr Hinweise zu möglichen geplanten Aufständen melden. Ja, für die Danäer ist das halt doof gelaufen. Hilfe. Kampf. Ich möchte hier mal eben was gucken. Boost-Angriffe kennen wir. Besondere Boost-Schläge. Wenn du gegen mächtige Gegner bestimmt. Ja, das kennen wir auch. Boost-Schlag kennen wir auch. Am Boden. Nein. Kombos und mehr. Aktionen, die ohne Unterbrechung getan und ausgeführt werden. Normale Angriffe haben ein festes Limit, während Arts fortgeführt werden können, bis keine AL mehr übrig ist. Normale Angriffe werden auf dem Boden und in der Luft separat gezählt. Wirkt man dazwischen ein Art, kann die Kombo somit verlängert werden. Kombos und Trefferzähle. Greifst du ein Geld? Das kennen wir auch alles. Kritische Treffer kennen wir auch. Ich würde gerne mal eben gucken. Elemente kennen wir auch. Es gibt drei entgegengesetzte Paare. Licht und Dunkelheit, Wind und Erde und Feuer und Wasser kennen wir auch. Körperliche Leiden. Kennen wir auch. Gegner ins Taumeln bringen. Zeugeleigenschaften fliegend. Kampfstil von Elfen. Das wollte ich mir nochmal angucken. Elfen ist der Schwertkämpfer. Dann ist ein Fernkampf Luft. Ah, das ist ja gegen sämtliche Gegner gut gerüstet. Okay. Shions Kampfstil. Rinvel ist eine Fernkämpferin und setzt vor allem Astral Arts ein. Ihre Arts sind stark und haben eine große Reichweite. Jedoch dauert es lange, sie zu wirken. Bewahre daher großen Abstand zwischen ihr und Gegner, bevor du Arts wirkst. Okay. Shions Kampfstil haben wir auch schon. Talent von Elfen. Elfen kann KP opfern, um flammende Schneide auszuführen. Ein weitreichender Angriff mit dem Flammenschwert. Ah. Jetzt habe ich erst kapiert, wie wir das machen können. Wir müssen also die Taste gedrückt halten. This is interesting. Elfen kann KP offen, um flammende Schneide auszuführen. Ein weitreichender Angriff mit dem Flammenschwert. Halte gedrückt, damit er nach einem entsprechenden Art eine auslöst. Flammende Schneideangriffe kosten keine AL. Flammende Schneideangriffe fügen Gegnern am Boden zusätzlichen Schaden zu. Nachdem du eine bestimmte Fertigkeit erlernt hast, kannst du die Taste länger gedrückt halten. Wenn du, ja, wenn du die Taste für Bombenwurf gedrückt hältst und sie dann loslässt, feuerst du Spezialmunition auf eine Bombe. Dadurch explodiert sie heftiger. Deine Spezialmunition wird rechts in der AL angezeigt. Du kannst Spezialmunition mit RB nachladen, wenn du sie auf... Ah ja, das ist sehr interessant. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Weil, also das hilft mir jetzt nochmal, das mehr zu verstehen, was hier wirklich abgeht. In seinem Kampfstil mit der flammenden Schneide. Und ich würde das gerne jetzt auch mal einsetzen im nächsten Kampf. Einfach nur, um das auszuprobieren. Das machen wir jetzt mal bei denen hier. Go no further! Sword Ring Alpha! Sword Ring Alpha! Komisch, eigentlich halte ich sie gerade gedrückt. Aus irgendeinem Grund setzt er sie aber nicht ein. Jetzt. Boom. Okay. Das ist interessant. Das ist sehr interessant, Leute. Jetzt habe ich das Kampfsystem, glaube ich, kapiert. Jetzt habe ich kapiert, was es ist. Also, wir haben ja diese besonderen Talentangriffe, sage ich jetzt mal. Also, diese Sachen, die halt nochmal irgendeinen Zusatz... Oh, Magierräuber. Gespräch. Mal eben gucken. Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. So right when they're completing the casting, I just kind of steal it from them. Really? Then what do you do with the energy you've stolen? I hold on to it and use it whenever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. After I use it, it's gone. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus, which means they can't cast anything else for a while. So not only can you steal their energy, but doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. I didn't realize your magic could do so much. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kind of had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy.
Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Und es wird noch komplexer. Hey, Rinwell. Do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah. They don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without casting it right away. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet. But I'm sure it'll come in handy sooner or later. Da hat sie bestimmt für den Spieler geredet und Hudel macht mich im Hintergrund echt immer fertig. Nein, ich kann es dann nochmal erklären, was ich eben meinte. Und zwar, wenn wir jetzt bei Arz gucken und bei ihm, dann sehen wir bei Schwalbenklinge ja, dass da flammende Schneide steht. Und danach Inferno-Sturm. Das heißt, nur mit dieser Astral Arts können wir diesen Zusatzboost-Effekt oder das Talent von Elfen auslösen. Und bei den anderen ist das nämlich noch nicht verbessert worden. Wir sehen nämlich zum Beispiel bei Schwertring Alpha, dass wir nicht flammende Schneide wirken würden, oder doch schon irgendwie, aber eine andere Fähigkeit, nämlich zerfleischender Blitz, und zwar wenn wir sie gelernt haben, und das haben wir bisher noch nicht. Und das ist das Interessante daran. Und das bedeutet, das ist das, was hier diese letzte Beschreibung, was das bedeutet. Das ist halt diese spezielle Boost-Fähigkeit, nehme ich mal an. Und das haben die anderen auch. Hier zum Beispiel, ne, wenn man die Bombe mit dem Scharfschützenstoß quasi abschießt, diese Ignis Celestra, dann würde man Ignis Diffusus auslösen. Und das ist halt diese, ja, nächste besondere starke Fähigkeit. Und bei ihr ist es genauso. Wenn man die Magie auflädt, kriegt man bei Luftstoß die Kreuzklinge, bei Magie, bei Fontäne die Gefrierlanze und bei Donnerklinge die Heilige Lanze. This is awesome. Das ist echt ein cooles System, muss ich sagen. Es ist wirklich, wirklich cool. Und ich wollte jetzt hier unten nochmal eben bei Kampf gucken. Und zwar, also das Talent haben wir jetzt auch, das Kampfstil auch, Boostangriff von Elfen. Boostangriff Flammenschwert von Elfen. Führt einen glühend heißen Drehangriff aus, der den eigenen Körper von Elfen verbrennt. Der Angriff ist großflächig und bringt fast jeden Gegner zum Boden. Er wird stärker, je mehr KP du opferst. Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie noch... Muss man da die Taste gedrückt halten? I don't know. Chions Boost angefeuert mehrere Lichtstrahlen aus der Mündung von Chions Gewehr. Effektiv gegen viele Gegner, schränkt ihre Flugfähigkeiten vorübergehend ein und streckt sie nieder. Und jetzt haben wir hier noch... den Boostangriff von Rinwell kennen wir noch nicht, weil er noch nicht eingesetzt wurde. I see. Na gut. So. Jetzt testen wir das nochmal an denen. Das heißt, wenn ich Swallow Blade einsetze und gedrückt halte, dann kriegen wir... Kriegen wir den und der ist ziemlich stark, okay. Das war der Inferno-Strom, glaube ich. Weil wir das aufgeladen haben. Das ist nicht nur eine einfache, normale Flammenschneide gewesen, sondern was richtig stark. Besiegt. So. Das haben wir gelernt. Jetzt möchte ich gerne mal was anderes probieren. Und zwar werden wir... Jetzt müssen wir mal gucken. So. Jetzt ist Shion der Anführer im Kampf. Und jetzt will ich das bei ihr mal eben gucken. Arz. Ignis Celestra ist A. Probieren wir das aus. Also Ignis Celestra und... Ah ja, das war die normale. Jetzt muss ich nachladen. Und jetzt werfe ich nochmal. Und wenn ich gedrückt halte, ist die Explosion größer. Weil ich sie abgeschossen habe. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Es ist so awesome.
Okay, das habe ich auch kapiert. So, und jetzt werden wir einmal Rinwell spielen. Nur damit wir es begriffen haben. Wow, und probieren jetzt mal bei ihr Ähnliches. Alter. Ich kann die aufladen, ich könnte sie jetzt angreifen oder BOOM, Donnerklinge. Okay, das hat jetzt nicht wirklich geklappt, aber na gut. Fontäne und Feuer. Und jetzt machen wir mal unsere Fähigkeit hier. Was war das für eine Fähigkeit? Kann ich die auch... Warte mal. Kann ich die auch behalten? Was muss ich dann dafür drücken? Wie war das noch? Ah, jetzt habe ich sie aufbewahrt. Okay. Oder doch nicht? Ah, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Aber auf jeden Fall lernen wir jetzt so ein bisschen. Wir lernen jetzt eigentlich... Wir lernen jetzt erst die Grundlagen. Das ist so geil, ey. Ah...